Greetings to you, everyone. God will bless us in our worship. He will guide us. He will bless us. We are here in His presence. We are one with God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Willkommen, du und ich. Gott will Segen auf uns legen, ist uns nahe, wenn wir beten. Wir sind hier in Gottes Namen, sind in Gottes Liebe eins. Seid willkommen, für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimme.
Natur ist allerdings nicht nur ein Naturparadies. Laut Weltrisikoindex ist es das am stärksten gefährdete Land in unserer Welt. Der Klimawandel lässt den Meeresspiegel steigen, Wirbelstürme verwüsten das Land und Vulkane verbreiten Angst und Schrecken. Die Hütten und Häuser der Menschen sind nicht mehr sicher. Sie werden weggespült und zerstört. Und die Frauen aus Vanuatu fragen, was gibt uns da noch Halt? Worauf bauen wir? Ihre Antwort ist, mit Gott werden wir bestehen. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Wie ist es bei uns?
Was gibt uns Grund unter den Füßen? Gerade jetzt in der sorgenvollen, in der kontaktarmen Corona-Zeit. Was gibt uns die Kraft und den Sinn, jeden Tag aufzustehen? Worauf bauen wir? Wenn ihr mögt, haltet jetzt einfach das Video einen Moment an, zum stillen Nachdenken. Ich glaube, auch viele unter uns entdecken den Wert von Gemeinschaft. Wie gut es ist, mit anderen Menschen verbunden zu sein. Manchmal spüren wir das, wenn wir uns zuwinken, entweder mit weitem Abstand auf der Straße oder am Bildschirm. Manche von uns haben das Beten neu eingeübt. Wenn unser Leben so angefochten und zerbrechlich ist, wie es uns dieses gefährliche Virus vor Augen führt, dann suchen wir noch intensiver die Verbindung zu Gott. Wir beten auch für einander, für Kranke, für Verstorbene und Trauernde, für Menschen, denen es viel, viel schlechter geht als uns, für Menschen im Elend. Und schließlich, wir sind oft ganz praktisch für andere da. Wenn wir ihnen zuhören, wenn wir einem Menschen eine Last abnehmen oder uns etwas Schönes für ihn ausdenken. Auch durch das Tun von Menschen spricht Gott zu uns, gibt uns Halt, bestätigt unser Vertrauen auf ihn. Auf sein Wort können wir unser Lebenshaus bauen. Dann hält es Wind und Wetter statt. Amen. In unserem Gebet verbinden wir uns mit den Frauen in meinem Alter und mit den Frauen, die heute überall auf der Welt den Weltgebetstag feiern. Gott, du bist Anfang und Ende. Du bist der feste Boden, auf dem wir bauen. Wir bitten dich für den Frieden auf der Welt und für den Frieden in unseren Familien. Wir bitten dich, erhör uns. Für Gerechtigkeit auf der Erde und darum, dass wir unseren Beitrag dazu geben. Wir bitten dich, erhör uns. Für die Menschen, die von Wirbelstürmen und Naturkatastrophen erschüttert werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Starker Gott, alles, was worum wir uns sorgen und was wir ersehnen, legen wir in deine Hände. Gemeinsam beten wir zu dir, der für uns Vater und Mutter ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir bitten zusammen mit den Frauen aus Vanuatu um Segen. Gott, führe und leite dich. Gott, erneuere dich und das Leben aller Völker. Gottes Wille geschehe in dir und in deinem Haus. So geht mit dem Segen im wundervollen Namen Jesu Christi.
Er ist der Grund, auf dem wir stehen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Wächst bis endlich allen das Herz zu.